Ground Control. Boah. Er ist doch ganz gut geworden. So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Blindford. Da sind wir wieder, hier aus der Weltmetropole. Mit Sitz in NRW. ja, heute zum Thema. Zum Thema Elektro. Hyundai. Warum sagst du das? Ah ja, okay, wir waren jetzt ein bisschen öfter jetzt mit Hyundai unterwegs, auch in elektrisch. Deswegen unsere Alarmanlage ist angegangen, die Cookie. Auf jeden Fall, deswegen sagt Sascha direkt Honda. Oder Hyundai. Ja, nein, heute zum Thema Porsche Taycan. Mhm. Da braucht man einen Waffenschein für. Das Auto ist brutal schnell, wirklich. Also der Turbo S ist Katastrophe, wirklich, im positiven Sinne. Also das Auto ist nicht normal, Leute, wirklich. Ja, will ich Ihnen empfehlen, das Auto zu fahren, wenn die Möglichkeit besteht. Wir haben schon vorab natürlich ein paar Designs gemacht, so uns ein paar Gedanken gemacht, wie könnte so ein Auto aussehen, wenn wir, ich sag mal, so ein bisschen Anabolika reinspritzen würden. Da sind wir zum Thema Widebody. Ja. Und zwar, so, jetzt, das ist ein Porsche Taycan Turbo. Ja, das Ding sind wir in den letzten Videos gefahren, was brutal war, wirklich brutal war. Aber was wir aus dem Auto machen werden oder machen würden, wenn nach der Veröffentlichung, wir haben jetzt eine Pressemitteilung rausgeschickt, und natürlich nach dem Video, vielleicht melden sich Leute, die so einen Porsche Taycan haben. Beim Interesse, dann würden wir es bauen. Ja? Also im Prinzip steht alles bereit. Man könnte das Auto kaufen, umbauen und ja. Vielleicht können die Leute einfach mal reinschreiben auch, ob die interessiert sind an so einer Videoreihe. Bestimmte Autos. Die genau, also ja, das ist eine gute Idee. Ja. Sascha, vielleicht, wenn ihr Interesse habt, dann irgendwas oder ja, ich bin da sehr flexibel oder wir sind da sehr flexibel. Wenn ihr sagt, schon eher sowas, die Designs und so weiter, wie der Kieser das quasi macht in der Art, ja. Oder wollt ihr sehen, wie wir das produzieren oder einfach die Testfahrten oder egal was. Schreibt einfach hier unten als Kommentar, würde ich mich freuen. Oder wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Solche guten Tipps, die wir von euch bekommen, wäre natürlich sehr, sehr, sehr gut. So, Thema Taycan. Apropos, ich habe mein Büro umgestellt. Kann man das sehen? Ja, ich glaube, das merkt man. Das merkt man? Mhm. Ich muss das noch ein bisschen aufräumen. also aufräumen, so ein bisschen ordentlich machen. Ja? Der Kabelkanal, was da in der Ecke hängt, ja, der ist schon zu. Ist schon zu. Nur oben muss man die Platte zuschneiden. Und dann ist zu, ja. Und hier mache ich so ein richtig irgendwas Krasses, muss ich hier irgendwas so. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Kennst du den Mann? Kennst? Ups. Also ich finde das Ding brutal, 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 brutal. Puh. Das ist ein Monster, ja. Und was wäre ein Porsche Taycan ohne Prioza Widebody? Was wir geändert haben, vielleicht können wir es hier ein bisschen vergrößern. Hier ist eine richtig fette Frontspoilerlippe. Cupwings, ja, Verbreiterung komplett. Ja, schön so breite Schweller, Heckverbreiterung und so einen fetten Heckspoiler. Ja, so eine kleine Lippe auch noch hinten gemacht. Die sieht echt cool aus. Thema Heck. Finde ich schon nicht schlecht. Ja, also auch hier vom Hecke, von Designlinie finde ich das Auto sehr schön. Also wirklich als Basis sehr, sehr schönes Auto. Ja, Achtung, jetzt kommt. Mama mia. Ich weiß, die Porsche-Leute aus Stuttgart werden mich hassen. Ja, tut mir leid. Bei mir dreht sich, meine ganze Welt dreht sich um Widebody. Ich würde nicht eine Porsche GT3 RS oder GT2 RS umbauen. Also das sind so zwei Autos, die ich auf gar keinen Fall umbauen würde. Nee. Nee, weil ich finde, die Autos sehen schon so aus. Ja, so muss ein Porsche aussehen. Für mich, das ist Porsche, das ist Porsche. Einfach nur krank, das Ding. Der muss wirklich so Porsche GT3 RS, fette Theke, Lufteinlässe, das Auto sieht aus
fertig. Also eine Porsche GT2 RS und GT3 RS sehen schon so aus, serienmäßig, als wenn die hier nach unserem Umbau kommen würden. So finde ich das. Deswegen an dem Auto, okay, vielleicht ein paar Plastikteile hier, Bronzepalette und so weiter, in Carbon machen, ja. Aber jetzt nicht verändern. Also die Autos sind einfach perfekt. Ja, und die fahren auch perfekt. So, kann man natürlich auch ohne Spoiler benutzen, ohne den riesen Spoiler benutzen. So einen schönen Diffusor, der so lang gezogen ist nach innen. Die auch sehr, sehr, sehr cool. Ja, was kann man hier nochmal sehen? Die Verbreiterung natürlich. Ja, die Verbreiterung ist ja bestialisch. Ja, weil jetzt hier. Das ist ein Projekt jetzt in 3D. Also ich finde, das Auto ist fett. Für meinen Geschmack. Ne, also vielleicht könnt ihr auch hier was schreiben, ob euch das gefällt oder nicht. Ja, würde ich mich freuen, in welche Richtung die ganze Geschichte gehen soll. Jo, fett. Ne, ist fett. Ja. Ich finde die Rückleuchten sexy. Ich finde den Diffusor geil. Also das Auto, guck mal, das Problem ist, ich würde fast jedes Auto umbauen, wie gesagt. Nur jetzt, es gibt wirklich eine Handvoll Autos, die ich nicht umbauen würde. Ja? So, sieht schon geil aus. In Rot weiß ich nicht, aber in Schwarz krank. Ja. Ja? Natürlich so. So ist er natürlich Belzec-Style. Das ist Katastrophengebiet. Ich glaube, wenn man damit nach Stuttgart fährt, kriegen die den Herzinfarkt und sagen, Belzec, du bist krank. Guck mal, der Arsch. Zeig nochmal. Guck mal, wie das Auto Proportionen hat. Das ist ein DTM-Auto. Guck mal, kranke Ding, also wirklich, was jetzt auch noch geil ist. Hier, Glasdach, komplett von vorne bis hinten. Also der Taycan ist für mich sexy Auto. Guck mal. Die Motorhaube, da haben wir nicht viel verändert. Wir haben nur so kleine Luftanlässe reingemacht. Ja. Guck mal hier, zack, zack. Die Lippe haben wir natürlich verlängert. Der verschwindet hier dann nach hinten. Ja. Das haben wir so ein bisschen verlängert. Finde ich auch sehr, sehr, sehr hübsch. Und einfach das Auto ist brutal. Ja, hätte ich schon Bock auf so ein Auto. Ja. Hätte ich schon richtig Bock, so ein Auto zu bauen. Ja, doch noch kein. Noch nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir bekommen dafür ein Like und einen Kommentar. Und es wird geteilt an alle Freunde und so weiter. Und ich freue mich wirklich, 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 wirklich von Herzen, dass die Abonnentenzahl wirklich sehr schön eine Kurve nach oben hat. Ja? Also ich freue mich wirklich und danke nochmal an alle, die mich unterstützen. Viele schreiben danke für das Video und danke, dass ihr das macht und so weiter. Wir danken euch. Ohne euch ist unser YouTube-Channel wie ein Kartoffelsalat. Ja? Wir machen das irgendwann gut. Ja? Also wir werden das schon wieder bei 100.000 Abonnenten, werden wir wieder eine Verlosung machen an T-Shirts und so weiter. Vielleicht haben wir bis dahin ein paar schöne Pullis oder so Hoodies, Jacken etc. Was wir da haben, das werden wir verlosen. Auf jeden Fall so als Dankeschön. Also ja, nicht mehr lange. Ich schätze mal, bis Ende des Jahres sollten wir das hinkriegen. Ja? Ich habe mir bis meinem Geburtstag, bis zum 15. Mai etwas zu hoch angesetzt. Aber ich hatte wenigstens ja, mir den Arsch aufgerissen, um das zu schaffen. Ja. Jetzt sind es innerhalb von fast einem Jahr über 60.000. Und die Videos gehen bis zu 300.000 Mal, wenn die aufgerufen. Also das ist schon wirklich, also manchmal denke ich, Mama Mia, wo geht das hin? Also wirklich sehr schön. Ich freue mich. Wie gesagt, ohne euch kein früher sein YouTube-Channel, weil wofür soll ich die Videos drehen, wenn keiner guckt? Ja, deswegen danke nochmal an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Thank you.